Hallo und herzlich willkommen zurück zu Teil 12 von The Survivor. Willkommen in Rusty Forest. Wir spielen jetzt in der Version 1.06 Beta, natürlich, sagt Hallo. Hallo. Und wir wollen wieder zusammen das Haus weiterbauen und mal sehen, was in der Version 1.06 Neues aufgetaucht ist. Also Nebel soll dazugekommen sein, sowie Gras. Außerdem sollen jetzt deutlich mehr Monster da sein und auch Tag- und Nacht abhängig verschiedene Monster auftauchen. Also Monster oder Figuren, was auch immer, Mobs, Gegner. Crafting-technisch hat sich wohl so nichts getan. Grafische Verbesserungen soll es gegeben haben. Ja, hol dein Kissen. Da kannst du besser kuscheln, ne? Aha. Also es sieht, ich habe das Gefühl, es sieht grafisch jetzt tatsächlich etwas besser aus. Okay, was wir immer noch haben, ist, dass das Licht durch Holz durchscheint. Aber die Bäume sehen so schön frisch. Och, guck mal. Da scheint uns doch glatt die Sonne ins Gesicht. Oh, das sieht doch wirklich toll aus, oder? Ach, und guck mal aus dem Fenster. Da gibt es jetzt Rasen. Ich würde sagen, sah das nicht vorher eher alles so brach aus? Ich glaube, das ist auch neu. Aber das gefällt mir. Ich sehe zwar die Sonne selbst nicht, aber das ist ja schon mal. Das ist schon eine coole Nummer. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es mittlerweile Tag, also Mond gibt es ja nachts. Da oben ist eine Wolke. Die zieht da so vor sich hin. Das sieht natürlich cool aus. Okay, das sieht also grafisch. Es hat sich ein bisschen was verändert, auf jeden Fall. Okay, so, was sehe ich da unten? Wir haben da. Da läuft ein Zombie. Oder ein. Weiß nicht was. Ich habe das Gefühl, dass das in der Bewegung irgendwie jetzt. Ein Hund. Ich sehe da einen Hund. Dass sich das auch verändert hat. Okay, aus dem dritten Stock runterspringen will ich nicht. Wir gehen ein paar Bäume fällen. Da steht ein Hund und da, ein Bär. Ist das ein Bär? Das ist das große schwarze Ding. Jetzt müsste man mal schön zoomen gehen, aber. Das ist ein Hund. Ach, wollen wir wetten, dass ich da gerade einen großen, dicken. Das war ein ganz schön großer, dicker Hund. Komm, wir gucken uns mal den großen, dicken Hund an. Pass mal auf. Willst du mir sagen, was ist denn das? Da haben wir einen Wolf. Und ein Schwein. Und noch ein Wolf. Dann Das ist doch ein Schwein. Aha, aber wie wir sehen, das gibt es immer noch, dass die Tiere in einem Bug festhängen. Ne? Also, das gibt es nach wie vor. Da hilft jetzt wahrscheinlich nur Spiel schon nochmal neu laden. Wölfe. Was haben wir denn da? Das ist ein Bär. Also kann man natürlich mal schön die Tiere Was haben zeigen. wir denn da hinten? Warte mal, lädt das nach? Ein Elefant ist das bestimmt, oder? Okay, also das ist ein Bär. Das Telefon ist erstmal eingefroren. Die Frage ist jetzt natürlich nur, ist es mir komplett eingestürzt oder ist nur das Spiel eingefroren? Ah, das Spiel ist nur eingefroren. Machen. Okay, das kennen wir ja schon. Pass auf, da beenden wir erstmal die Aufnahme direkt. Ich habe sowieso ein paar Sachen neu gemacht. Für ein paar grafisch. Ja, das Telefon, das Spiel hängt gerade. Pass auf, wir machen Folgendes. Ich mache mal eine Aufnahmepause. Oder. Nee, anders geht's nicht. Ich muss erstmal die Aufnahme beenden. Und dann starten wir einfach nochmal. Also bis gleich.